Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Dark and Light. Wir sind hier auf einem Berg. Oberhalb dieses mondsichelförmigen Sees. Verzweifelt auf der Suche nach Darkstone. Halb drei, gleich wird's hell, dann können wir mal uns auf den Weg machen. Darkstone, warum? Wir haben, oder ich habe nochmal kräftig Leder und Fell und so ein Krams gefarmt, um Sättel zu craften, um das Reiten zu leveln. Quasi könnten wir jetzt schon einen Greifensattel bauen. Also Operation V-Rock ist erstmal aufgegeben. Wir versuchen es mal mit einem Greifen. Und dafür brauchen wir noch Darkstone. Bin mir jetzt allerdings auch nicht sicher, ob das nicht wieder ganz furchtbar in die Hose geht gleich. Müssen wir eben landen. Die Ausdauer hat das ja nicht so, der Vogel. Und den Lightstone, den haben wir hier in dem See schon gefunden. Da ist natürlich jetzt gerade wieder ein Meteorit runtergekommen. Da hinten an der Ruine müsste Darkstone zu finden sein. Da wollen wir uns mal die Taschen voll machen. Allerdings, laufen mir schon wieder überall Panther rum. Da ist auch ein Panther. Aber hier ist auch Darkstone. Dampft hier denn? Ich bin ganz aufgeregt. Brauche ich erstmal Licht. Obwohl ich eigentlich die Axt haben wollte. Darkstone. Problem könnte das Gewicht werden, dass wir hier nicht zu schwer werden. Gleich, wenn es hier drauf ankommt, nicht mehr abheben können. Testen. Oh. Es geht gerade noch. Es geht gerade noch. Ich bin ja schon an der Grenze. Mal schauen, wie viel wir dabei haben. Genug. 250 würden wir brauchen. Das würde jetzt eigentlich heißen, nur noch irgendwie nach Hause. Möglichst nicht hier unten in so einen Drachen rein.
Vielleicht der nächste. Hunter. Mal kurz versuchen, hier auf dem Stein zwischenzulanden. So gut. Nichts wie weg hier, wenn es geht. Sollte reichen, da drüben auf irgendeinen Berg zu kommen. Hoffe ich. Ich habe jetzt ungefähr noch mal, ja, 50, 40, 50 Sättel bauen müssen. Also einiges noch an Leder zusammengefarmt. Das ist schon, vor allem kann man diese Sättel eigentlich für nichts mehr verwenden. 40 Longhorns oder so werde ich mir wohl nicht mehr zusammenzähmen. Da reicht mir eins. Hätte ich lieber gerne mal hier so einen Vogel. Also, einen Greif. Okay, können wir auch noch mal eben landen. Boah, schon kommt wieder was an. Mann! Blöde Bargisch, mich ganz schön erschreckt. Gut, jetzt wird es aber auch muckelig hier. Richtig diesig. Und da drüben müsste das Plateau sein. Auf diesem Wege schon ein, zweimal zwischengelandet bin. Da sind wir auf dem richtigen Weg. So. Ah, dieses Gleiten, das ist wirklich zu geil. Haben wir hier nochmal eben ein Päuschen. Auf nach Hause. Da bin ich mal gespannt, wie wir uns hier mit so einem Greifen schlagen. Denn hat ja schon immer mit so einem Geier hier Probleme. Allerdings liegt das auch immer an der Umgebung. Dass du kein halbwegs ruhiges Plätzchen hast, um mal so ein Vieh zu zähmen. Ich habe schon überlegt, über meinen Zähmkäfig vielleicht noch ein Dach zu bauen und da zu versuchen, so einen Greif reinzulocken. Aber das ist eine ganz schöne Strecke, die ich den ziehen müsste. Der ist jetzt auch nicht gerade langsam. Ich muss nochmal landen. Hat das hier irgendwo? Wunderbar.
So. Da müsste ich mir mal relativ große, ruhige Fläche suchen. Da eigentlich bei mir vor der Haustür am besten wäre. Oder hier unten. Hier mit dem Panther hinreitet und erstmal alles platt macht. Was haben wir denn hier für einen? 20. Mal schauen. Erstmal bauen wir so einen Sattel. Den Rest kriegen wir dann noch irgendwie hin. Da sind wir. Oh, der hat auch gut Hunger gehabt hier, der Gutste. Mal schnell den Darkstone sichern, das ist doch ein ganz schönes Eck weg. Genau. Die Chaos-Essenz, die haben wir auch noch freigeschaltet. Dafür mussten wir hier Traumaturgie leveln. Noch zwei Level auf Rang 6 und dafür brauchen wir jetzt den Darkstone und auch noch den Lightstone. Da ist leider auch noch nicht genug da, aber das konnten wir jetzt nicht mehr mitnehmen. So viel konnte der Vogel nicht tragen. Heißt ja nicht umsonst Gurke. Können wir machen? 4. Für den Sattel brauchen wir, glaube ich, 10. Vicious Hyena-Sattel können wir bauen. Albino-Deer. Reindeer. Odo. Yeti. Zündergreifensattel. Da. 180 Mithrilbahnen. 10 Chaos-Essenzen. Jo. Das heißt, wir brauchen auch nochmal Lightstone. Dunkelstein ist jetzt genug da. Da brauchen wir noch 6. 120, 150. Ja. Das passt. Also brauchen wir auch 150 Lightstone. Nur ein bisschen Mithril, das lag ja eigentlich auch auf dem Weg. Dann mache ich mal mein Inventar nochmal komplett leer. Machen wir mal alles hier in den Ausrüstungsschrank. Das wiegt nichts, das kann ich mitnehmen. Hoch brauche ich nicht. Rohfleisch. Ja.
Fleischfresserfutter. Viermal. Sehr gut. Und wieder voll hier alle vier Meatracks. Das lassen wir nochmal hier. Müssen wir gleich noch mal los. Das nützt ja nichts. Vielleicht schon mal ein Auge auf den Greif werfen, ob wir hier was finden in der Nähe. Was wir hier mal eben rüberziehen könnten. Das Einzige wäre dann der Vogel, der Schwierigkeiten bereiten könnte. Hier könnte ich bestimmt einen rüberziehen. Oben wäre gleich einer. Sollte funktionieren. Und da drüben hätte ich mehr Platz. Also rüberziehen heißt, ich würde den einmal aggro auf mich machen und dann würde er mich eine Weile verfolgen. Sollte ich ihn abhängen, muss ich ihn halt nochmal wieder ranholen. Und ihn dann Stück für Stück zu meiner Base rüberziehen. Müsste ich allerdings noch ganz eklig viele Steindächer bauen, um meinen Stall zuzumachen. Was da oben? Ein Wildschwein. Oder was? Schon. Immer so laufen würde. Straight in den Himmel fliege, dann habe ich doch glatte, gute dreistellige FPS. Unten sehr dicht am Boden wird es dann manchmal schon ein bisschen dünn. So. Unser Zwischenlandedepot hier. Meine Plateau natürlich. Da machen wir jetzt kurz eine Pause. Ich hole den Lightstone. Und wir sehen uns wieder, wenn wir den Sattel bauen können. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.